Guayaquil in Ecuador war unsere letzte Etappe vor den Galapagos-Inseln. Der Parque Seminario oder auch Iguana Park lag unmittelbar vor unserem Hotel Continental. Hier durften wir die ersten großen Landleguane beobachten. In Guayaquil waren erstaunlich viele Geocaches versteckt. Allerdings waren viele davon leider nicht mehr auffindbar. Vom Flughafen Baltra setzten wir per Boot über zur Insel Santa Cruz de Galapagos. Der Fischmarkt lockte auch tierische Kunden an. Mit einem Taxiboot setzten wir in einen anderen Teil von Puerto Ayora über. Hier gab es sogar einen Playa de los Alemanes und etliche Tiere.
Zur Insel San Cristobal führte uns eine gut zweistündige Schnellbootfahrt. Auch hier wurden wir direkt am Pier von Seelöwen begrüßt. Zu Fuß wanderten wir zu Las Tijeretas. Wir hatten gehört, dass wir in diesem Teil des Galapagos-Nationalparks eine Bucht zum Schnorcheln finden könnten. Für einen halben Tag heuerten wir einen Taxifahrer an, uns zum Puerto Chino und zur El Junco zu bringen. Der Vulkansee war zum Teil komplett im tiefen Nebel verschwunden. Trotz der schlechten Sicht wanderten wir um das Maar herum und bestaunten die Cloud Forest Vegetation. Wo so viel von E-Scootern zu hören ist, mussten wir natürlich einen ausprobieren. In der höchsten von drei Geschwindigkeitsstufen schafften wir zum Teil bis über 60 Stundenkilometer. Dafür mussten wir schon nach wenigen Kilometern erst einmal an die Ladestation. Eine war am Eingang zu den zweitgrößten Lavatunneln der Welt, die wir natürlich ohne den Roller erkundeten.